Guten Tag. Ich sag schon jetzt mal herzlichen Glückwunsch zu dieser Premiere. Kannst du mir beschreiben, was hier los ist? Ja, es ist ein bisschen viel los. Ja, ich bin selber ein bisschen berührt fast. Das ist Wahnsinn. Wie nett wir einen empfangen und wie viele Leute da sind wegen uns. Er hätte gar nicht so viel Aufmerksamkeit gedacht, aber wir freuen uns sehr. Ich habe sie gezählt, waren viele, waren aber nicht mal genug, also alle haben keins bekommen. Mit dem Fotografen? Alle haben keins bekommen mit dem Bild. Ich meinte, natürlich, nicht alle haben eins bekommen, es ging gar nicht, es war zu voll und die haben dann auch gedrängelt und da waren leider auch keine Kinder vorne, das wurde ein bisschen gefällt. Die Fotografen, das ist eine ganz eigene Geschichte hier, die müssen wir berühren. Kannst du damit umgehen? Das ignoriert man halt. Na, Kollege, alles gut? Schreie mal alle und dann sagst du mir, ja, komm. Heute ist ja quasi Heimspiel für dich. Dann hast du Freunde, Familie dabei? Ja, es sind ganz viele Freunde von mir da, meine Familie ist da und sehr viele Leute, die mir sehr viel bedeuten. Das ist schön. Das ist schön zu tun. Ich freue mich sehr. Also wir machen diesmal wieder eine große Kultur, leider nicht so groß wie im letzten Teil. Ich freue mich auch, weil es gibt. Aber München ist immer noch genug. Kannst du uns sagen, dass München gut vorgelegt hat? München hat auf jeden Fall schon mal einen guten Auftrag geliefert und wir kommen auch nochmal nach München zum Beispiel. Und noch ganz viele andere Städte und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist halt wirklich so das Publikum, dass die Filme sieht und schön ist.